Das Rethink Europe Team ist aufgeregt. Wir stehen kurz vor der Veröffentlichung des Cohesion Monitors, dritte Ausgabe. Was machen wir? Wir messen Zusammenhalt in der Europäischen Union. Und wir sind der festen Überzeugung, dass die Europäische Union nur dann funktionieren kann, wenn die Staaten und auch die Gesellschaften einen möglichst hohen Grad an Zusammenhalt haben. Jetzt sagt unser Bauchgefühl uns wahrscheinlich, dass es um den Zusammenhalt in der EU nicht gut bestellt ist. Aber unsere Daten zeigen eine andere Geschichte. Insgesamt ist Zusammenhalt solide, hat sich sogar in den letzten Jahren ein bisschen gestärkt. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Geschichten, die darauf hindeuten, dass Zusammenhalt wegbricht, in Krisenländern vor allen Dingen. Wir haben einerseits Strukturdaten, die wir uns anschauen, also wie sind Wirtschaften miteinander verzahnt, und andererseits eine individuelle Ebene, was denken Menschen, welche Einstellungen haben sie gegenüber der EU. Und jedes Land hat sein eigenes Zusammenhaltsprofil. Es gibt Geschichten, die Erfolgsgeschichten sind, beispielsweise Irland und Portugal nach den Krisen. Aber es gibt auch Werte in Italien, Frankreich, die nachdenklich stimmen. Insgesamt zeigen unsere Daten, dass Zusammenhalt angreifbar ist, auch veränderbar ist, dass sich Einstellungen von Menschen vor allen Dingen schneller verändern als eben die strukturellen Faktoren. Für uns heißt das, dass es sich immer lohnt, in Menschen zu investieren. Denn Menschen mit zu engagieren, sie zu befähigen, in diesem europäischen Verbund zu leben, zu arbeiten und sich auch politisch zu artikulieren, wie jetzt in den Europawahlen, das zahlt sich aus und zeigt, dass Zusammenhalt gestärkt wird. Also deswegen auch wählen gehen in den Europawahlen.